Also ihr Lieben, let's go. Letztes Formel Renault 2.0 Rennen auf Nürburgring für die Woche. 59 Rating könnte es im Plus geben. Damit wären wir bei 3095, glaube ich, angekommen. Das wäre auf jeden Fall verrückt. Und ja, schauen wir mal, ob das jetzt passt. Wenn ich den Sieg hole, dann sind wir da. Mal gucken. Ich möchte auf jeden Fall vor Justin ins Ziel kommen. Das ist das Ziel. Jetzt nochmal Sieg. Und vielleicht nochmal 56 Low, so wie ich es auch letztens schon mal in einem Rennen geschafft habe, mehrere Runden hintereinander 56 Low zu fahren. Passt hoffentlich. Und The Vision, vielen, vielen Dank für den vierten Monat mit Prime. Ehre. Assi. Wer ist Robin Rein? Keine Ahnung, aber hat einen schönen Namen. Um aufs Rennen überzuleiten. So, let's go. Guter Start. Right side. Still there, hold your line. Still there. Still there, hold your line. Clear on the right side. Clear. Car on your left. Still there, hold your line. Clear on the left. Ich hoffe, der Red Bull hinter mir ist ein bisschen entspannter. Ja, das kann er ruhig machen. Kostet ihn nur selbst Zeit. Und ich weiß ja, wie Justin fährt, der lenkt sich dadurch gerne selbst ab. Er ist auf jeden Fall über 4K Rating schnell, aber unter 4K konstant. Left side. Still there, hold your line. Clear on the left. Car right. Still there. Still there, hold your line. Still there, hold your line. Go right. Clear. Ich wusste es. So, Felix, jetzt gib mal einen guten Ton vor. Jetzt erwarte ich aber auch 55er Zeit, mein Kollege. The next car is the leader. Car right. Keep to the left. Clear on the right. Car on your left. Clear. Right side. Clear. Und moin, Vanus. Was geht, Schatzi? Left. Ja, wir
sind noch bei 57er Zeiten. Es geht so viel schneller. Mann. Und Philips, danke dir für den Sub, Ehrenmann Diggi. Oh, der hat eine gute Pace. Kann man nichts sagen. Jetzt ist er auf jeden Fall schnell unterwegs. Okay, let's go. Da kann es klappen. Right side. Still there. Clear on the right. Und Baller Nation, danke dir für den Prime Sub in den dritten. Moin. Left side. Still there. Keep to the right. Still there, hold your line. Er ist volle Kanne rübergezogen, bevor die Rechtskurve kam. Das war knapp. Stay on the right. Clear. Right side. Still there. Clear. Right side. Still there.
stay on the left. Clear. Left side. Clear on the left. Also wunderschön, wie wir hier fighten. Keep to the left. Clear on the right. Car on your left. Still there. Clear. Ich war da ein bisschen vorne, so oder so. Ich darf mich raustragen lassen, wie ich will, zumindest wenn man nach der Formel 1 gehen würde. Aber hätte es durchaus krachen können. Hat er auch hier und da gemacht, also in der Schikane zum Beispiel vor ein paar Runden, in der letzten Schikane. Da habe ich auch ein bisschen zurückziehen müssen, sonst hätte es gekracht. Gleiche jetzt mit F3 Topspeed, nein danke. Right side. Da sehe es hier ja so aus. Das Belastung. Schade. Oder so. Weißt du, der kam da sehr spät angeschossen. Ich glaube, da muss ich nicht unbedingt reagieren, wenn er da noch sendet. Die Kurve gehört halt relativ klar mir, würde ich behaupten, aber das kann natürlich im Replay ganz anders aussehen. Egal, pushen. Justin recovered nach seinem Dreher. Come on, love my skills. Du brauchst jetzt nicht so hämisch über den Chat so daherzuziehen, wenn du ein XX vor und hinter deinem Namen hast. Das ist ja der Beleg für Ahnung schlechthin. Jo, Herz zurück, Love My Skills. Nichts für ungut, aber wenn mein Chat doof anmacht, kriegst du auch selbst ein bisschen zurück. Sonst, wenn du gechillt bist, alles gut. Warum habe ich heute die Lenkradanimation an? Weil mir aufgefallen ist, dass die Lenkradanimation gar nicht stört bei dem Blick auf die Strecke. Das
war doch, glaube ich, Formel 3, wo es gestört hat. Wo du die Strecke teilweise gar nicht gesehen hast. Lara bin ich noch gar nicht gefahren. Muss eh sagen, so schnelle Formelklassen in iRacing tue ich mich schwer mit, weil du sehr schnell sehr viel Schaden bekommst in dem Spiel. Weil die Racecraft von vielen Leuten, die mitfahren, dann leider doch nicht so hoch ist. Das Racing leidet halt darunter, wenn die Autos schneller sind. Und deswegen bevorzuge ich eher ein etwas langsameres Fahrzeug. Ich behaupte auch mal, dass einer der Gründe ist, warum Formel Renault 2.0 besser als Formel 3 läuft, was die fahrerische Fähigkeit des Fahrers angeht. Okay, 1:56.0. Wir kommen langsam aber sicher wirklich in eine Region, wo die Zeiten super gut sind. Optimum ist weit drunter, weil ich ein paar Runden hatte, wo ich im Windschatten in manchen Sektoren gut mitziehen konnte. Deswegen ist es niedriger als sonst. Kommenden Schikane habe ich viel Zeit verloren vorhin. Hoffentlich kriege ich da ein bisschen was raus jetzt. Janis, ich weiß nicht, was genau du mit der Nachricht erreichen möchtest, aber wenn es das ist, was ich denke, dann ist es unnötig. Lass gut sein.
Ich muss gerade sagen, es stört mich überraschend wenig, dass ich nicht unter die 56, aber an die 56.0 rankomme. 5 to go. Lobkehre war gut. You got about 5 laps of fuel left. Ah, fast.
laps to go. Two to go. Exit war nicht optimal. So war der Exit gut. Wieder nicht. Real nice work. This is the white flag lap. Ah, nicht so viele Sätze bitte, Jeff. Okay, letzte Runde für diese Woche. Nice one. Wir verabschieden uns aus der Tryhard-Woche mit einem Sieg. Wir verabschieden uns mit einer wunderbaren Pace. Und das war richtig geil. Yes! You won. All right. Wunderschön. Grazie, ragazzi. So, nochmal zum Abschluss. War eine schöne Woche. Und das Ding ist, und dazu kommen wir jetzt.
auch wenn man das anhand der Gesamtdurchschnittszeit der jeweiligen Rennen, wenn man die Session-Ergebnisse aufruft, nicht sehen wird. Das war die beste Performance, die ich bis jetzt, glaube ich, hingelegt habe in Sachen Rennpace. Im Quali waren wir schon quasi am vorletzten Tag einmal eine Zehntel schneller. Das war ein blitzsauberes Rennen. Wir haben zum einen ein paar Zweikämpfe gehabt, aber danach, als es keine Zweikämpfe mehr gab, gut, ich glaube, da war es vorbei mit den Fights. 56-1, 56-0, 0-1, 0-2-2-2. Das ist eine Durchschnittspace von 56-1 im Schnitt. Und das ist krass. Wenn man bedenkt, ich war an Tag 3, 4, 5 oder so bei 56-4ern, 5ern immer wieder. Und da war ich super happy mit. Da war ich froh, wenn alles irgendwo im 56er-Bereich bleibt. Mittlerweile sind wir ja fast an den 55er-Zeiten dran gewesen. Uff, also wunderschön. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und an der Stelle ganz kurz nochmal vielen Dank an Daniel. Der haut nämlich 5 Euro raus und übernimmt die Gebühren. Merci, mein Lieber. Super Content. Macht Spaß zuzuschauen. Auf YouTube das ganze 24-Stunden-Rennen in Le Mans geguckt. Super Racing. Gerne mehr davon. Ehre, mein Lieber. Vielen Dank. Ja, war mega gut. Ich hoffe, dass das bald nochmal eine Möglichkeit gibt, da mit ja, den ganzen Kandidaten nochmal irgendwie noch ein Rennen zu fahren. Okay, ich habe hier niemanden abgeschossen, das war gut. Sehr schön. So, und ich glaube, in dieser Runde müsste es gewesen sein, als er dann angeschossen kam, der Kollege, oder? Ja, jetzt gucken wir mal. Ja, okay. Also, ich ziehe natürlich einerseits zu, andererseits, er hat anderthalb Fahrzeugbreiten Platz. Und wenn du sendest, du bist eine Fahrzeugbreite vom Kurvenscheitel weg. Er hatte mehr als genug Platz. Also, da kann ich mir keinen Vorwurf machen. Das war super entspannt. Ja, schade natürlich für ihn, aber hey, eigener Fehler, das ist das Gute. Puh, brauche ich nicht wie bei dem einen anderen Rennen, oh Gott, bei meinem absoluten Tiefpunkt, mich jetzt selbst eventuell zu strafend anzuschauen, mindestens mal. So. Mit weiser Voraussicht. Schon mal. Weil ich hatte den Desktop offen, schon mal auf die Facecam umgeschaltet. Da ist nichts Schlimmes, insbesondere jetzt. Da ich meinen PC gerade ein bisschen aufräume, werde ich gleich im Stream wahrscheinlich ein bisschen weiter erzählen. Wobei, bis die Serienergebnisse noch draußen sind, kann ich auch so erzählen. Ich werde meinen PC umstellen. Ich bin aktuell dabei, alles auf eine externe Festplatte zu ziehen, damit ich bald den PC neu aufsetzen kann, weil ich das alle paar Monate oder mittlerweile ist das System, glaube ich, seit über einem Jahr nicht mehr neu aufgesetzt worden. Macht das halt jetzt wahrscheinlich nochmal nach knapp über einem Jahr. Zum einen, weil ich viele Hardware-Änderungen drin hatte. Zum anderen, weil ich mir denke, okay, in Zukunft möchte ich auf diesem PC zocken und streamen, damit die 32:9 Monitorlösung funktioniert. Und da muss man sowas machen. Finde ich, dass das alles möglichst sauber läuft. Und im Moment schaut das sehr, sehr gut aus. So, ihr Lieben. 0,02 Safety Rating verloren, weil wir 6 Incidents hatten, unter anderem durch den Crash wahrscheinlich 4 Punkte dazu bekommen. Average Lap Time trotz der vielen Zweikämpfe in den ersten Runden bei 56,7. Die schnellste Runde holt sich zwar Justin, aber man sieht auch, das bringt dir nichts, wenn die Konstanz nicht da ist. Und wir haben 59 Rating geholt und sind bei 3095 gelandet. Wir haben in einer Woche fast 700 Rating dazu gewonnen. Am Anfang habe ich 80 Rating verloren hier in der Serie. Vor 2489 ging es, glaube ich, auf 2409 runter. Und jetzt haben wir ja 686 dazu bekommen. Das ist geil. 2 Inkpunkte für die Donuts, also alles gut. Stimmt, ja. Alles bestens. Ich bin sehr happy. Diese gesamte Woche war eine bereichernde Erfahrung.
Und wir hatten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Rennen im neuen Jahr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 im alten Jahr. Fehlt 1. Meine vorhin 20 gezählt haben. 1, 4, 5, 6, 10, 4, 8, 9, 10. Oh, ich habe 20 Rennen gemacht. Ich wollte ja im Schnitt 3 pro Tag fahren. Runden wir auf, sind 30. 20. Also 3 pro Tag meine ich. So. Ja, als nächstes stünde dann tatsächlich Tsukuba an. Was ich mir vielleicht dann auch nochmal anschauen werde. Mal gucken. Aber ansonsten, ich bin happy. Das war eine wunderschöne Woche. Hat mega Laune gemacht. Und ja, einfach mal richtig rein getryhardet. Und das ist der Beweis für eine Sache oder für zwei Sachen. Zum einen, wenn du dich auf ein Spiel konzentrierst, bist du auf jeden Fall deutlich schneller, wenn du dich richtig reinfuchst. Bedeutet auch, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Woche F1 tryharden würde, was ja vielleicht in der Zukunft mal kommen könnte. Wenn ich in F1 rein tryharde, könnte ich natürlich nach einer Woche wieder krasser sein als vor dieser einen Woche. Was aber auch zeigt, wenn du übst, wirst du schneller. Das ist jetzt nicht nur auf ein Spiel bezogen, weil das die erste Aussage war auf ein Spiel bezogen, jetzt allgemein formuliert. Das allermeiste vom Schnellerwerden ist üben, 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 üben. Analysieren, wo du was falsch machst und dann üben, 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 üben. Das habe ich auch, glaube ich, bei dem einen Dude gemacht, der Renault Nachwuchspilot ist. Dass ich mir mal seine Linie angeschaut habe und dann gesehen habe, okay, er macht das hier so, das so, das so. Dann habe ich ja auch angefangen, nach und nach die Dunlop-Kehre zum Beispiel anders anzufahren. Und vielleicht bist du nicht auf Anhieb schneller, aber wenn du das machst und ich sag mal 2-3 Stunden in Summe übst, dann passt das. Dann ist das irgendwann richtig gut. Dann kann das auf jeden Fall super funktionieren. Ja, ansonsten für alle Leute auf YouTube, ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Wenn es dem so ist, gerne einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo raus und beim nächsten Video dabei sein, haut rein. Und unbedingt Dave Gaming, den Hauptkanal abonnieren, damit man da so ein bisschen diese Analyse hat und alles mal zusammengefasst hat, wie viel besser es lief letztlich oder schlechter.